Guten Abend und herzlich willkommen ins virtuellen Einstein-Forum. Wir haben etwas vor dem Fußballspiel, was meiner Meinung nach noch spannender sein wird. Aber keine Sorge, Sie werden ja Zeit dafür haben nach unserem Gespräch. Ich freue mich, Bernd Greiner willkommen zu heißen. Bernd Greiner ist Historiker, er war langjähriger Mitarbeiter und Abteilungsleiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. In diese Kapazität hat er auch das Berliner Kolloquium zusammen mit dem Einstein-Forum mit aufgebaut. Wir haben, glaube ich, 7 Jahre lang zusammengearbeitet. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Also es ist sehr schön, dich wieder hier zu haben, mehr oder weniger. Der ist auch Gründer und immer noch Senior Fellow bei dem Berliner Kolleg für Kalten Krieg. Und er hat eine Reihe von sehr preisgekrönte und kenntnisreiche Bücher, hauptsächlich über amerikanische Politik und den Kalten Krieg. Heute wird er über sein neuestes Buch, was ich mit, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich das mit Vergnügen gelesen habe, aber ich habe das mit Gewinn gelesen, Henry Kissinger. Bernd wird das Buch umrahmen für circa eine halbe Stunde. Danach werden wir ins Gespräch kommen. Ich habe schon ein paar Fragen dazu. Und dann haben Sie alle natürlich die Zeit, Fragen zu stellen. Bitte benutzen Sie dafür diese Funktion am rechten Seite Ihres Bildschirms. F und A auf Deutsch, Q und A auf Englisch. Und Sie werden alle auf diese Weise zu Wort kommen. Bernd. Ja, Susan, herzlichen Dank für die Einführung und herzlichen Dank für die Einladung. Ich wäre natürlich viel lieber jetzt in, wie man so schön sagt, Präsenz in Potsdam nach all den Monaten. Nicht zuletzt deshalb, weil Veranstaltungen dieser Art ja, wie soll ich sagen, intellektuelle Tankstellen sind zum Austausch, zur Diskussion mit Kollegen, mit Freunden. Das geht jetzt nur auf diesem Weg, aber seien wir froh, dass es überhaupt geht und dass wir diese Möglichkeit haben. Und deshalb nochmal herzlichen Dank an dich und das ganze Team, dass ihr das möglich gemacht habt als Zoom-Meeting heute Abend. Ja, eine halbe Stunde als Einführung, Henry Kissinger in 30 Minuten. Das ist natürlich eine Herausforderung der besonderen Art, aber ich werde es probieren. Und anhand von 3 Fragestellungen in meine Biografie einführen, auf eine Weise, die hoffentlich dazu anregt, im Anschluss Fragen zu stellen und das eine oder andere zu vertiefen. Die erste Frage, der ich nachgehen möchte, die ich kurz anreißen will, lautet, warum braucht man überhaupt eine neue Biografie zu Henry Kissinger? Es gibt ja schließlich schon ein paar. Die zweite Frage wäre, was sind die besonderen Aspekte in meiner Biografie? Und drittens, worauf gründet eigentlich Henry Kissingers Nachruhm? Die Tatsache, dass er in manchen Regionen immer noch einen Ruf wie Donnerhall hat. Zur ersten Frage, warum ist es überhaupt sinnvoll oder notwendig, sich erneut Henry Kissinger biografisch zuzuwenden? Und was sind die besonderen Akzente in diesem Buch? Dass es bisher keine deutschsprachige Biografie gab, war für mich ein Anreiz, allerdings kein hinreichender Grund. Dass Kissinger eine schillernde Figur ist, die bei jeder neuen Betrachtung ebenso schillernde Einblicke bietet, war ebenfalls ein Anreiz, aber gleichermaßen kein hinreichender Grund, dieses Buch zu schreiben. Denn über diese Schillernde haben sich andere ebenfalls bereits zur Genüge ausgelassen. Es musste also etwas Weiteres hinzukommen, etwas, was das Geschäft des Zeithistorikers ausmacht,
etwas, was Zeitgeschichte für sich genommen interessant macht, nämlich das Bohren am Nerv der Zeit. Und in diesem Fall geht es um eine noch nicht hinreichend diskutierte Frage, wie ich meine, um die Frage nämlich, was macht eine Ordnungsmacht wie die USA, wenn ihr die Ordnung entgleitet? Just diese Frage verbindet das Vergangene mit dem Heutigen und darin liegt, wenn man so will, der Glutkern der Aktualität. 1969, als Kissinger in sein Amt berufen wurde, standen die USA im Grunde vor ähnlichen Problemen wie heute. Sie waren konfrontiert mit einem Verlust von Macht und Einfluss. Und damals wie heute galt, dass Washington sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wo Amerikas Platz in der multipolaren Welt sein sollte. War es ratsam, sich diesem Wandel entgegenzustellen, ihn gar aufhalten zu wollen? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Welche Rolle sollten Diplomatie und Militär künftig spielen? Und welche Vorstellungen hatte man von einer künftigen Ordnung, insbesondere von einer künftigen Sicherheitsarchitektur? Diese Verklammerung von Vergangenheit und Gegenwart ist das hintergründige Thema meiner Biografie über Henry Kissinger. Und diese Verklammerung macht ihn auch als historische Figur interessant. Und wenn ich es recht sehe, unterscheidet dieser Ansatz mein Buch von den meisten, wenn nicht von allen bisher vorgelegten Biografien. Es geht nämlich der Frage nach, weshalb sich die USA so schwer tun, Macht zu teilen und sich dauerhaft auf eine Kooperation mit anderen einzulassen. So viel zur ersten Frage. Das war die kürzeste. Etwas länger fällt die Antwort auf die zweite Frage aus. Was ist neu, was ist anders und was sind die besonderen Akzente in dieser Biografie? Besonders ist erstens die ausführliche Betrachtung der Lehr- und Wanderjahre Kissingers in den 50er Jahren. Konkret sein Studium in Harvard. Harvard war damals eine, wie es unter Zeitgenossen hieß, Cold War University, ein Leistungszentrum des Kalten Krieges für die Ausbildung geistiger Sherpas für den Kalten Krieg. Und dort stürzte sich Kissinger, wie einige seiner Kommilitonen feststellten, in das Studium der Geschichte und der Politikwissenschaft mit der Verbissenheit einer Bulldogge. Was zunächst einmal darauf hinweist, dass er ein Übermaß an Ehrgeiz und Intelligenz mitbrachte, um diese Aufgabe zu schultern. Aber Ehrgeiz und Intelligenz sind, weiß Gott, nicht genug, wie wir alle wissen, um eine solche Karriere, die er dann am Ende gemacht hat, auf den Weg zu bringen. Elementar in seinem Fall, nicht nur in seinem, aber gerade in seinem Fall, war die Tatsache, dass er die richtigen Förderer zur richtigen Zeit hatte. Insbesondere sein Doktorvater William Elliot. Dieser Elliot, weitgehend vergessen, war einer der kältesten Kalten Krieger, ein Professor und Politikberater, der während des Koreakrieges beispielsweise mit der Idee eines Präventivkrieges gegen die UdSSR jonglierte. Und dieser Elliot war ein nimmermüder Strippenzieher, einer, dem seine Professur nie genügte, sondern der darüber hinaus als Berater in der Politik mitmischen wollte. Und der sich über Jahre hinaus als Scout betätigte, der diversen Ministerien in Washington vielversprechende Talente vermittelte. Wer also Kissingers Karriere verstehen will, muss diese Lehr- und Wanderzeit unter William Elliot verstehen. Und deshalb wird der Nachlass von Elliot in meinem Buch systematisch ausgewertet, eine Quelle, die andernorts unterbewertet oder sträflich vernachlässigt wird. Kissingers Karriere gleichermaßen förderlich war die Tatsache, dass Harvard damals ein Talentschuppen war, aus dem sich die politische Elite des Landes freizügig bediente. Auf diese Weise, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kam Kissinger zu einem Praktikum beim Council on Foreign Relations, einer bis heute führenden Denkfabrik der USA in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Dort, bei diesem Council on Foreign Relations,
sollte Kissinger die Debatten einer Arbeitsgruppe über die Rolle von Atomwaffen in der Außenpolitik protokollieren. Wohlgemerkt, protokollieren. Er sollte niederschreiben, was in einer Arbeitsgruppe der Großmeister der Nuklearstrategie, unter anderem waren Paul Nitze, Bernhard Brody oder William Kaufmann beteiligt, nachgedacht und zu Papier gebracht worden über den Nutzen von Atomwaffen in der künftigen Außenpolitik. Dieses Praktikum ist erwähnenswert, weil es wie unter einem Brennglas zeigt, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit Kissinger eine sich ihm bietende Karrierechance beim Schopfe packte und wie gekonnt er sich dabei selbst inszenierte. Von wegen Protokollant oder Sekretär. Kissinger beanspruchte von Anfang an die Wortführerschaft in dieser Gruppe. Er inszenierte sich nach außen als Mastermind und er tat so, als hätte vor ihm noch nie jemand über dieses Thema, über das Verhältnis von Atomwaffen und Außenpolitik nachgedacht. Vor allem nicht auf die ihm und nur ihm eigene intelligente Weise. Der Clou dieser Geschichte ist nun darin zu sehen, dass er die kollektive Arbeit für sich reklamierte und die Ergebnisse einer Gruppenarbeit als Ergebnisse unter seinem Namen und nur unter seinem Namen als alleiniger Autor veröffentlichte und dass er so tat, als wäre all diese Ideen seinem Geist entsprungen. Heute würde man sagen, es war ein klassischer Fall von Plagiat. Seine Auftraggeber ließen ihn damals zähneknirschend gewähren. Vielleicht riefen sie ihn auch deshalb nicht zur Ordnung, weil sie einen publizistischen Versuchsballon absetzen wollten, weil sie testen wollten, wie weit man im Reden über Atomwaffen politisch gehen kann, ohne die Öffentlichkeit gegen sich aufzubringen. Wie auch immer, Kissingers Buch über Kernwaffen und auswärtige Politik, 1957 veröffentlicht. Die Arbeit also, ich kann das nur noch mal wiederholen, die Kollektivarbeit einer Arbeitsgruppe des Council on Foreign Relations gehört zu jenen Büchern, von denen alle reden, aber die von den wenigsten gelesen wurden. Und deshalb gehe ich in meiner Biografie auch ausführlich auf diesen Text ein. Nicht zuletzt deshalb, weil Kissinger in dieser Studie mit drei großkalibrigen Behauptungen aufwartet, mit Behauptungen, die auch in den folgenden Jahren in seiner Politik und seinen Schriften eine zentrale Rolle spielen sollten. Die erste dieser großkalibrigen Behauptungen lautet: Begrenzte Atomkriege sind machbar. Zweitens: Je furchterregender die Drohkulisse, desto einträglicher der politische Gewinn. Und drittens: Mut zum Krieg ist nicht alles. Aber ohne den Mut zum Krieg ist alles nichts. Im Kern war das eine Popularisierung spieltheoretischer Thesen, die in dieser Zeit Konjunktur hatten. Wer hinter dem Steuer eines Wagens mit verbundenen Augen auf ein anderes Auto zurast und obendrein das Lenkrad aus dem Fenster wirft, wird sich am Ende durchsetzen. Mit diesen steilen Thesen nun stand Kissinger, gerade mal 35 Jahre alt geworden, mit einem Schlag im Rampenlicht. Und diese Thesen begründen bis heute seinen Ruf als Militärstratege und sicherheitspolitischer Vordenker. Besonders ist zum Zweiten in meinem Buch, wie ich finde, die systematische Betrachtung des intellektuellen Inventars und des politischen Gewichts von Kissinger in der Administration Nixon. Es kann in diesem Zusammenhang nicht oft genug betont werden, wie die Rollenverteilung in dieser Administration war. Nixon war der Koch, salopp formuliert, und Kissinger der Kellner. Im Buch wird diese These untermauert anhand einer einzigartigen Quelle, den sogenannten White House Tapes. Das waren heimlich, ohne Wissen der Anwesenden, auf Tonband aufgezeichnete Gespräche im Oval Office und im Kabinettssaal. Insgesamt, sage und schreibe, 4000 Stunden liegen vor, von denen ein Gutteil transkribiert ist und von denen einige auch im Internet abspielbar sind. Ironischerweise war Nixon, der diese Abhöranlage hat installieren lassen, anfänglich gegen diese Abhöranlagen. Und er ließ sie nur wegen Kissinger einbauen.
weil dieser sich gegenüber der Presse als Genius hinter dem Thron inszeniert hatte, als jemand, der der eigentliche Stichwortgeber für die gesamte Auslandssicherheitspolitik ist. Zumindest für seine Memoiren wollte Nixon Quellen zur Hand haben, die Kissinger auf ein Normalmaß zurechtstutzen. Diese Tonbandprotokolle nun sind, wie ich meine, eine Quelle sui generis, die im Buch aus mehreren Gründen ausführlich zu Wort kommt. Sie legen nämlich eine Dimension des Entscheidungsprozesses offen, die in schriftlichen Quellen gemeinhin nicht abgebildet wird. Und sie zeigen auf einzigartige Weise die Atmosphäre im Weißen Haus, die Abgründe von Intrige, Misstrauen und Zwietracht. Und sie belegen ein um das andere Mal die These, dass Kissinger ein Höfling war, ein Angestellter und Befehlsempfänger, der Nixon immer und überall nach dem Mund redet, der so gut wie nie mit innovativen Ideen aufwartet, sondern auf den von Nixon planierten Trampelpfaden wandert. Es scheint mir sogar angebracht, Kissinger eine gedankliche und intellektuelle Armut zu attestieren. Denn er kommt mit einem verblüffend einfachen und sterilen Set von Ideen aus. Erstens mit der Idee, heute würde man sagen, America first. Amerikas Vorherrschaft ist unverzichtbar, Stabilität ist gleichbedeutend mit amerikanischem Übergewicht. Und wer die Welt für jene ordnet, die im Gebrauch der Macht nicht geübt sind und vor jenen schützt, die mit Macht Missbrauch betreiben, hat selbstverständlich das Recht zu Alleingängen. Diesbezüglich war Kissinger mehr als eindeutig. Die zweite Grundidee: Eine Führungsmacht braucht den Willen zur Gewalt. Das heißt, politische Sicherheit und militärisches Risiko sind zwei Seiten einer Medaille. Eine Ordnungsmacht, deren Gewaltbereitschaft in Frage steht, verspielt ihre Glaubwürdigkeit. Diplomaten sichern aus Kissingers Perspektive Frieden nur dann, wenn sie das Handwerk der Nötigung beherrschen. In anderen Worten, Außenpolitik muss vom Militärischen ausgehend gedacht werden, ansonsten verfehlt sie ihren Zweck. Und der dritte Punkt, die dritte Grundidee, mit der er über Jahre, über Jahrzehnte hinweg auskam, lautet: Macht beruht auf Angst. Niemand sollte dem Irrglauben aufsitzen, auf der militärischen Eskalationsleiter mit den USA mithalten zu können. Risiken werden reduziert, sobald andere mehr Angst vor dem Krieg haben als man selbst. Sicherheit auf der einen Seite steht und fällt mit Unsicherheit auf der anderen Seite und Unberechenbarkeit muss kalkuliert eingesetzt werden. Diese drei Dogmen sind die Leitlinien seiner Politik. Sie charakterisieren Kissingers Verständnis von Realpolitik. Und an ihnen lässt sich erkennen, dass er ein Berater und Diplomat ohne intellektuelle Häutungen war. Er war ein Denker oder ist ein Denker, der im Grunde nur einer Maxime, einem Zirkelschluss nämlich, verpflichtet ist. Die USA müssen für die Wahrung ihrer Interessen Entschlossenheit demonstrieren und ihr primäres Interesse besteht darin, entschlossen aufzutreten. Dennoch gilt Henry Kissinger bei vielen bis heute als Großstratege und als Jahrhunderttalent. Dennoch werden ihm bis heute von einigen Lorbeerkränze geflochten, weil er angeblich die Öffnung nach China aufs Gleis setzte, weil er angeblich die Détente mit der UdSSR einfädelte, weil er angeblich hinter dem Friedensschluss in Vietnam stand und weil er angeblich mit seiner Pendeldiplomatie den Nahen Osten befriedete. Alle diese Behauptungen werden im Buch ausführlich erörtert. Und anhand dieser Beispiele, wir können das nachher in der Diskussion gerne vertiefen, wird im Detail gezeigt, dass Kissinger ein Scheinriese ist. Je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er und desto bescheidener nehmen sich seine Erfolge aus. Wobei in diesem Zusammenhang, wie ich meine, nicht unerwähnt bleiben darf, dass Kissinger in entscheidenden Fragen und Konflikten immer wieder als Einpeitscher auftrat
als Berater, der zur Eskalation von Konflikten drängte und Nixons diesbezügliche Neigungen bestärkte. In diesem Sinne leistete er keinen Beitrag zur Abkühlung, sondern zum weiteren Aufheizen des Kalten Krieges. Besonders ist meines Erachtens ein dritter Aspekt in meiner Biografie, nämlich die Gegenüberstellung dieser Gedankenmodelle, dieser Ideen mit zeitgenössischen Alternativen. Es ist eine Binsenweisheit, dass man eine historische Figur immer im Kontext ihrer Zeit sehen und beurteilen muss. Man darf nicht in die Falle tappen, Kriterien und Wertmaßstäbe der Nachgeborenen anzulegen. Aber mit der bloßen Feststellung, dass Kissinger ein Kind seiner Zeit war, kommt man auch nicht sehr weit. Festzuhalten bleibt vielmehr, dass es zu seiner Zeit Alternativen gab und dass die Grenzen des Denkbaren, Sagbaren und Machbaren längst offen waren. Die Pointe an dieser Feststellung ist, dass Kissinger diese Alternativen kannte und dass er sie leidenschaftlich bekämpfte. Diese Feststellung kann man anhand von vielen Beispielen illustrieren. Ich möchte heute Abend Ihnen ein Beispiel herausgreifen, nämlich Kissingers Verhältnis zu Willy Brandt, zum damaligen bundesdeutschen Kanzler. Kissinger verabscheute Brandt, er wünschte ihm sogar den Tod an den Hals. Und noch Jahre nach dem Abschied aus dem Amt ereiferte er sich über die, wie er was sagte, revolutionären Schlussfolgerungen, zu denen sich Brandt seines Erachtens verstiegen hatte. In der Tat war Brandts Außenpolitik eine zeitgenössische Alternative zum Modell Kissinger, ein Gegenentwurf, wenn man so will, in allen Belangen. Bei Brandt nämlich steht die Abwertung des Militärischen im Mittelpunkt. Verabschiedet wird die Idee, dass Rüstung ein Gradmesser von Glaubwürdigkeit oder ein geeignetes Mittel zur Zähmung von Konkurrenten ist. Und verabschiedet wird die Idee, dass man auf die Macht der Stärkeren und die Effizienz von Drohgebärden setzen sollte. Womit im Umkehrschluss gesagt war, dass Kooperation nur funktionieren kann, wenn hinreichend Vertrauen vorhanden ist und wenn man, wie jeder gute Unternehmer, bereit ist, einen Vorschuss auf die Zukunft zu investieren, in der Hoffnung, aber eben nicht in der Gewissheit, dass die Investition Gewinne abwerfen wird. Brandts Gegenentwurf basiert auf der Einsicht, dass es Sicherheit in allen großen Fragen nicht mehr voreinander, sondern nur noch miteinander geben kann und dass es nicht auf das Durchsetzen, sondern auf den Ausgleich von Interessen ankommt. In diesem Sinne war die bundesdeutsche Entspannungspolitik der 70er Jahre eine Art Unabhängigkeitserklärung gegenüber der westlichen Hegemonialmacht, ohne die Westbindung zu kappen. Eine Veränderung des Status quo bei gleichzeitiger Anerkennung ihres ideellen Sockels. Statt die Frage der Macht wieder zu käuen, wurde eine Grammatik des Vertrauens gelernt. Das war der Kern einer selbstständigen Ostpolitik und deshalb musste man vor der politischen Gewichtszunahme der Bundesrepublik keine Angst mehr haben. Wer heute und durchaus zu Recht mehr deutsche Verantwortung in außen- und sicherheitspolitischen Belangen fordert, ist also mit dem Vermächtnis Willy Brandts ungleich besser bedient als mit den antiquierten Ideen Henry Kissingers. Nun zum letzten Punkt, zur letzten Frage, die ich Ihnen eingangs genannt habe. Worauf gründet Kissingers Nachruhm? Und wie ist dieser Nachruhm vereinbar mit der soeben kurz vorgetragenen und im Buch natürlich ausführlich dargestellten Kritik? Sie alle haben vermutlich den gängigen Einwand gegen ein kritisches Kissinger-Porträt schon einmal gehört. Dieser Einwand lautet: So schlimm kann es doch gar nicht gewesen sein. Der Mann genießt schließlich weltweite Anerkennung und Respekt. Wohin Sie auch blicken, zumindest in Deutschland, werden Sie dieser Meinung begegnen. Und zugleich der verständnislosen Frage, wie man es wagen kann, einen Jahrhundertstrategen wie Kissinger als Scheinriesen zu titulieren.
Nun, die erste Antwort auf diesen Einwand sollte lauten, dass er auf einem merkwürdigen Verständnis von Welt beruht. Kissinger soll populär sein in Lateinamerika, auf einem Kontinent, auf dem er über Jahre jeden Diktator, jeden Folterknecht hofierte. Er soll populär sein in Südostasien, in Ländern wie Vietnam, Laos oder Kambodscha, in denen er jahrelang einen Bombenkrieg befürwortet und entscheidend zur Eskalation desselben beigetragen hat. Er soll populär sein in Afrika, einem Kontinent, den er bis auf eine Ausnahme kurzfristiger Art jahrelang ignoriert hat, weil es ihn schlichtweg nicht interessierte. Er soll populär sein in Skandinavien, dem Land von Olof Palme, der mehr noch als Willy Brandt sich sehr eindeutig von der Außen- und Sicherheitspolitik Kissingers abgrenzte. Er soll populär sein in Italien, einem Land, dessen eurokommunistische Entwicklung er mit dem Belzebub gleichsetzte und von dem er behauptete, dass über kurz oder lang deswegen der Untergang des Abendlandes ins Haus stünde. Und noch ein Beispiel, er soll populär sein in Frankreich und Spanien, zwei Ländern also, in denen mehrere Richter versuchten, ihn von den Kadi zu bringen, wegen Verletzung der Menschenrechte in Chile. Wenn man diese Beispiele bedenkt, dann schrumpft die Welt von Kissingers Bewunderern merklich, nämlich auf den Kern der Atlantischen Allianz, auf die USA und auf sein Geburtsland Deutschland. Er lebt von der Zuneigung der dortigen medialen Multiplikatoren und von ihren nimmermüden Referenzen. Jenseits dieser Regionen kann von einem Ruf wie Donnerhall nicht die Rede sein. Was Kissingers Lobredner zweitens nie bedenken, ist eine ganz banale Frage. Die Frage nämlich, warum das vermeintliche Genie Kissinger, der Großstratege und Weltendeuter, nach seinem Abschied 1977 vom Amt des Außenministers nach der Wahl von Jimmy Carter nie wieder in ein Amt berufen wurde. Er wurde nie wieder in ein Regierungsamt berufen, obwohl seine Maximen nahtlos in das Programm fast aller Präsidenten gepasst hätten. Also die Fixierung auf amerikanische Hegemonie im Allgemeinen und der Lehrsatz, dass man Übergewicht mit Macht und Gewalt herstellen muss und kann im Besonderen. Weil auch sie diesen Grundsätzen verpflichtet waren, wurden zahlreiche seiner Weggefährten immer wieder in höchste Ämter berufen. Denken Sie an Alexander Haig, an Brent Scowcroft, an George Shultz, James Baker, Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Lawrence Eagleburger, Caspar Weinberger und viele andere. Warum also wird ausgerechnet Kissinger nie wieder in ein Amt berufen? Und warum galt in Washington eine Art ungeschriebenes Gesetz, nie wieder Kissinger? Warum dem so war, auch diese Frage wird im Buch ausführlich erörtert. Und eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Antwort lautet, Kissinger war entbehrlich, weil er kein origineller Denker war. Und er war entbehrlich, weil er sich mit seiner Persönlichkeit permanent selbst im Weg stand. Er verließ nämlich jeden seiner Arbeitsplätze in einem schlechteren Zustand, als er ihn vorgefunden hatte. Aus genau diesen Gründen war Kissinger für Richard Nixon nur ein Außenminister dritter Wahl. Nixon hätte ihn Anfang 1973 am liebsten entlassen. Er favorisierte für die vakante Stelle des Außenministers zwei andere Kandidaten, nämlich John Connally und Kenneth Rush. Und seine Wahl fiel nur aus einem einzigen Grund auf Kissinger. Und dieser Grund ist Watergate. Nixon konnte sich vor dem Hintergrund dieses hausgemachten Skandals keine weiteren Turbulenzen leisten. Vor allen Dingen wollte er sich nicht dem Vorwurf aussetzen, mit dem Wechsel eines medialen Zugpferdes neben der Innenpolitik auch noch die Außenpolitik zu belasten. Kissinger wusste das und er erpresste Nixon. Entweder ich werde Außenminister oder ich trete zurück. Das kalkulierte Spiel mit dem Skandal ließ Kissinger also die Karriereleiter
nach oben fallen. Dennoch bleibt die Frage, warum genießt er in einigen Kreisen noch immer einen Ruf wie Donnerhall? Zwei Antworten erscheinen mir in diesem Kontext plausibel. Erstens, er bediente die Wünsche und die Erwartungshaltung der amerikanischen Gesellschaft. Nixon hatte das Amt des Präsidenten schwer beschädigt. Kissinger stand in der Presse für Hoffnung auf Heilung. Nixon war der Dunkelmann, Kissinger die Lichtgestalt. Nixon hatte jedweden Kredit verspielt, Kissinger repräsentiert die Kreditwürdigkeit. Er steht für die Imagination amerikanischer Stärke, für die USA als Ordnungs- und Führungsmacht, für ein Land, das unbedingt an seinem Selbstbild festhalten wollte und das sich für seine Selbsterneuerungskräfte feierte. Darüber hinaus verkörpert Kissinger die nationale Meistererzählung der USA in geradezu vorbildlicher Weise. Er ist der Mann, der sich Kraft eigenen Vermögens durchbeißt und sich in allen Welten und gegen alle Widerstände durchzusetzen weiß. Er verkörpert so gesehen die Quintessenz einer amerikanischen Erfolgsgeschichte. Zweitens ist Kissinger ein begnadeter Illusionskünstler. Er ist berühmt dafür, berühmt zu sein. Er ist ein Großmeister der Selbstvermarktung, der die Gesetze der Aufmerksamkeitsökonomie beherrscht und der immer mit großem Megafon die großen Bühnen bespielt. Er versteht es wie kein Zweiter, sich selbst zum Genie zu stilisieren und zum Geschichtsschreiber in eigener Sache. Eingedenk eines Satzes von Winston Churchill: Die Geschichte wird es gut mit mir meinen, denn ich habe vor, sie selbst zu schreiben. Was das konkret bedeutet, möchte ich Ihnen am Beispiel von dem langjährigen Botschafter in Washington, Anatoli Dobrynin, schildern. Als Dobrynin Kissingers Memoiren gelesen hatte, kam er aus dem Staunen nicht heraus. Und er brachte dazu Folgendes zu Papier. Es gibt in diesen Memoiren von Kissinger mehrere Sätze oder Beschreibungen, die, um es vorsichtig auszudrücken, eher der Fantasie entsprungen sind, als dass sie die Realität wiedergeben. Das betrifft insbesondere seine Gespräche mit Leonid Brezhnev. Henry stellte es immer so dar, dass er den Ton angegeben und Brezhnev gekuscht hätte. Manchmal habe ich während dieser Diskussion gedolmetscht. Deshalb habe ich Henry gesagt, jetzt hör auf damit, ich war dabei, so war es nicht. Und er antwortete, aber Anatoli, wer weiß das schon? Brezhnev ist tot, russische Botschafter schreiben keine Memoiren, aber ich schreibe welche. Nun, das war witzig gemeint, aber es war ein typischer Henry-Witz. Dobrynin hätte auch sagen können, ein Witz ohne Verfallsdatum. So, jetzt sind, glaube ich, 30 Minuten um, Susan. Und ich hoffe, das war genug Food for Thought, um uns ja in der nächsten Stunde darüber und möglicherweise über Dinge, die ich jetzt nicht angesprochen habe, unterhalten zu können. Ja, das Problem ist, du hast nicht nur ein exzellentes Buch geschrieben nochmal, du hast es vorbildlich zusammengefasst. Und viele meiner Fragen hast du schon beantwortet. Aber ich wäre ein paar sind mir noch geblieben und noch weiter eingefallen. Als ich das Buch im Herbst gelesen habe, hatten wir kurz gesprochen bei einer anderen Angelegenheit und ich habe dir gesagt, Mensch, ich wusste, dass er ein Kriegsverbrecher war, aber so schlimm habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Und da hast du mir gesagt, ich habe wirklich versucht, etwas Gutes an ihm zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Nun habe ich ein paar deiner Rezensionen gelesen. Die FAZ wirft dir vor, du bist nicht fair mit ihm umgegangen, indem du ihn als Prinz des Finsternisses dargestellt hattest. Wir brauchen keine Zeit zu verlieren mit FAZ-Politik. Also das
ist ein Thema für sich und ich finde es ein ziemlich langweiliges Thema. Glücklicherweise hast du schönere Rezensionen bekommen und dennoch würde ich gerne fragen, auf der Suche nach irgendetwas, was eben also weder als ja, Kriegsverbrecher oder mir fiel ein, ich weiß nicht mehr, ob das in das Buch vorkommt, du beschreibst ihn eigentlich als das Kim Kardashian der amerikanischen Außenpolitik, ja. Und famous for being famous und Selbstdarstellungskünstler und so weiter. Wo hast du geguckt und wo bist du dann nicht mehr fündig geworden, als du versucht hattest, sagen wir mal, ein ausgewogener Porträt von diesem Mann zu machen? Vielleicht soll ich eines vorausschicken. Ich habe zum ersten Mal über Kissinger nachgedacht und auch geschrieben in meiner Staatsexamensarbeit. Ich sage jetzt nicht, vor wie vielen Jahren das war. Das ist, ja. Nun gut. Und ich weise nur darauf hin, dass jeder Historiker natürlich einen bestimmten Begriff, eine bestimmte Vorstellung von seinem Gegenstand mitbringt. Man kann das Vorurteil nennen oder ist egal, jedenfalls eine gewisse intellektuelle Haltung zu einem Thema. So war das eben auch bei Kissinger und just aus dem Grund habe ich mich bemüht von Anfang an und gesagt, also jetzt lass mal deine ohnehin protokollierten und veröffentlichten Thesen zu ihm außer Betracht und geh dorthin, wo möglicherweise noch anderes zu finden ist. Bei dem politischen Kissinger waren das beispielsweise die Handakten seines Doktorvaters und William Elliot, die ganze Zeit der 50er Jahre abbilden und die sehr deutlich machen, auf welche Weise Kissinger sich eingedacht hat in die Welt, in die Vorstellungswelt des Kalten Krieges in Washington oder in Harvard in der Zeit. Es war beim Graben in diesen Unterlagen von William Elliot so, dass ich mich erinnert fühlte an einen Satz, den mir ein Kollege, auch Historiker, vor Jahr und Tag mal am Beispiel eines ganz anderen Themas sagte, als er etwas verzweifelt feststellte: Weißt du, je tiefer ich grabe, desto elender wird der Befund. Und das war da ganz ähnlich. Dann habe ich natürlich jenseits dieser Handakten so ziemlich alles gelesen, was mir in die Finger kam, seit Publikationen von Kissinger, Reden, Aufsätze, Bücher und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt, die dritte wesentliche Quelle waren eben diese White House Tapes. Jetzt kann man natürlich feststellen, und das hat die FAZ, weiß der Teufel, gemacht, ja. Man muss ja bedenken, wir alle neigen zu saloppen Formulierungen, wenn wir glauben, unter uns zu sein und jeder werfe den ersten Stein. Es kommt mir nicht darauf an, irgendjemand als Neider oder Intrigant vorzuführen. Das ist langweilig. Das machen alle in gewisser Weise. Das trägt nichts zu einem persönlichen Profil bei. Interessant wird es an dem Punkt, wo er sich mit Nixon alleine, in der Regel alleine, unterhält über die politischen Optionen, die man hat, über das Für und Wider einer bestimmten Entscheidung. Und da wird also in diesen White House Tapes ein um das andere Mal deutlich, was ich in dem Vortrag eben als intellektuelle Armut beschrieben habe. Seine Vorstellungen kreisen alle um drei oder vier Grundbegriffe und insbesondere über diese vermaledeite Credibility. Also wir müssen Glaubwürdigkeit beweisen. Wir müssen den Russen zeigen, dass wir die Stärkeren, die Durchsetzungsfähigeren sind. Wir müssen sie auf ihren Platz verweisen. Das geht so weit. Es geht so weit, dass er in Nixons Abwesenheit im Oktober 1973 buchstäblich mit dem Feuer spielte. Ich spiele an auf den Yom Kippur-Krieg, also auf den Überfall Ägyptens und Syriens auf israelische Stellungen im Sinai und Golanhöhen und auf die Tatsache, dass nun ja
also für Israel damals, zurückhaltend formuliert, sehr viel auf dem Spiel stand. Zu einem Zeitpunkt, wo es klar war, dass der Kreml und Brezhnev zu einer diplomatischen Lösung bereit war, dass Moskau bereit war, Druck auf Kairo auszuüben und auch auf Syrien, dass sie ihre Truppen zurückziehen. Just zu diesem Zeitpunkt treibt Kissinger das auf die Spitze und erklärt eine Atomwaffen, eine Alarmbereitschaft für Interkontinentalraketen, die es nur zweimal im gesamten Kalten Krieg gegeben hat, nämlich während der Kubakrise in Yom Kippur. Also da ist auch wieder so ein Beispiel, wie er seinen Handlungsspielraum nutzt, um Dinge zuzuspitzen, um Amerikas militärische Macht ad oculos zu demonstrieren und wie er bereit ist, buchstäblich mit dem Feuer zu spielen. Allein die Vorstellung, was wohl geschehen wäre, wenn Russland oder die Sowjetunion damals Gleiches mit Gleichem vergolten hätte, würde man sich gar nicht vorstellen. Nun gut, das war ein drittes. Das betrifft den politischen Kissinger. Zum privaten Kissinger, da hatte ich in der Tat ein Problem. Ein Quellenproblem nämlich. Also all diejenigen, die mit ihm über die Jahre Politik gemacht haben, die ihn aus der Nähe kannten, die haben darüber, ja, bibliothekfüllend berichtet, sie sind interviewt worden, sie haben das teilweise in ihren eigenen Memoiren zum Besten gegeben und, und. Jenseits dessen kommt außer seinem handverlesenen Biografen, außer Niall Ferguson, kein Historiker dieser Welt an Kissingers Akten heran, und zwar für die nächsten 30 Jahre. Er hat das so verfügt. Diese Akten liegen in Yale, in der Bibliothek, im Archiv, genauer gesagt. Und die Verfügung heißt, nach seinem Tod, mindestens für die Dauer von 25 Jahren oder nur mit Zustimmung der Erben. Nun ja, wie ein solcher Antrag ausgehen wird, kann man sich vorstellen. Also nach der Seite ist es sehr schwer, jenseits des Bekannten oder jenseits von ein paar weitergehenden Illustrationen ein abgerundetes Bild zu entwerfen. Aber ich wollte dem nicht auf den Leim gehen. Also diese Attitüde Kissingers, ich bin der Herr über meine Geschichte und ich verfüge, wie sie geschrieben werden soll. Dieser Meinung kann er sein, aber er kann nicht erwarten, dass sich andere dieser Meinung anschließen. Und deshalb habe ich also auch um des Risikos, dass dort einige Lücken sein müssen, aufgrund lückenhafter Quellen, es trotzdem gemacht. Ja, das war jetzt sehr weit ausholend, aber das war im Grunde genommen die Antwort auf Es die Frage. ist hilfreich und ich habe zwar nicht alle 4000 Seiten gelesen, aber ich habe schon Auszüge aus diesen Nixon-Tipps gelesen und diesen haarsträubend. Also vor allem wo die beiden alleine waren während des Vietnamkriegs. Es ist schon erschreckend. Ich habe trotzdem mehrere Fragen und jetzt vielleicht versuche ich sie auseinanderzuhalten. Du hast Spieltheorie erwähnt, also etwas, was in der Atmosphäre lag an Harvard, leider mein Alma Mater. Ich war viel später da, aber das, wie du die Atmosphäre dort beschreibst, ist schon, tja, also ich kann nicht sagen, dass ich mich dafür schäme, weil ich bin nicht dafür verantwortlich, aber es wirft ein anderes Licht auf diese Universität. Das musste ich sagen. Das ist übrigens dort nicht mehr besprochen. Also das ist wirklich überhaupt nicht so. Also selbst James Conans Rolle in Hiroshima ist auch sehr runtergehalten. Es gibt ein sehr gutes Buch, falls du das nicht kennst, von Lorraine Dastin verfasst, How Reason Almost Lost Its Mind. Kennst du? Ja, über eben dieser Annahmen, diese, also nicht nur von Spieltheorie, aber auch. Aber natürlich, wie du ihn beschreibst, diese intellektuelle Armut erinnert mich sehr stark an Carl Schmitt, den ich weiß, das ist fast
ketzerisch, Carl Schmitt intellektueller Armut vorzuwerfen. Aber ich finde, wenn man diese für mich unverständliche Aura wegdenkt, ist das, was er tatsächlich zu sagen hatte, extrem arm. Aber es ist auch sehr, also wie du Kissinger beschreibst, ist eine Menge Schmidt darin. Und ich wollte erst mal fragen, inwieweit war das bewusst? Aber zweitens, nee, vielleicht lasse ich die Frage da und dann stelle ich eine zweite Frage. Und dann übrigens, wir haben schon ein paar Fragen im F und A und Sie sind alle herzlich eingeladen, noch weitere Fragen zu stellen. Ich komme ja bald dazu. Aber vielleicht erstmal diese schmittianische Armutszeugnis, was man sehr stark bei Kissinger sieht. Inwieweit war das ihm bewusst? Ja, ob es ihm bewusst war, kann ich nicht sagen, dass diese Ideen damals en vogue gewesen sind. Das kann man sehr wohl sagen. Also insbesondere Schmidts Überlegungen zum Ausnahmezustand und vom politischen Nutzen, der denjenigen zuwächst, die sich als Herr über den Ausnahmezustand zu inszenieren wissen. Diesen Grundgedanken hat Kissinger sehr wohl internalisiert. Und das hängt elementar mit dem vorhin platzierten Hinweis auf seine Obsession mit Glaubwürdigkeit zusammen. Ich muss in der Lage sein, an Orten und an Zeitpunkten meiner Wahl andere so in die Ecke zu drängen, dass sich keine Dritten mehr wagen, mich für dahin herauszufordern. Das ist, wenn man so will, ist das eine Art Inszenierung von Ausnahmezustand. Deshalb habe ich vorhin auf Defense Condition 3, die er während des Yom Kippur-Krieges ausrief, verwiesen. Und deshalb dieses nimmermüde Inszenieren darauf, dass Diplomaten das Handwerkszeug der Nötigung haben müssen und dass sie insbesondere sich aus diesem Besteckkasten bedienen müssen. Es reicht in der Übersetzung eben nicht aus, nur Atomwaffen in seinem Arsenal zu haben, sondern man muss diese stummen Waffen auch zum Sprechen bringen. Man muss mit ihnen spielen, auf einschüchternde Weise, auf eine Art und Weise, die andere sozusagen von amerikanischen Hegemonien übermacht, überzeugt. Ob er damit, also ich könnte, ja doch, er hat mit im Seminar mit William Elliot, da gibt es übrigens fantastische Protokolle, One-to-One, ja, Gespräche oder mit höchstens zwei oder drei anderen Kommilitonen, er hat über alle Geistesgrößen des 19. und 20. Jahrhunderts diskutiert, Seminare gehalten, Seminararbeiten geschrieben. Da spielte auch Carl Schmitt eine Rolle. Ja, das muss man so sagen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und Carl Schmitt sozusagen als intellektuellen Nestor eines bestimmten Typus von Kalte Kriegspolitik zu charakterisieren. Dazu gab es genug amerikanische Vordenker, die auch ohne diese Referenz an Deutschland auskamen. Ich meinte natürlich Ausnahmezustand, das sieht man sehr deutlich. Ich meinte etwas sogar Grundlegenderes bei Schmidt, nämlich diese Idee, dass es keine politische Ideen gibt, die wirklich wichtig sind, außer dieser Feinfreund-Schema. Okay. Ja. Ja. Und daher jetzt die Frage, du hast gesagt, Kissinger war erfolgreich, weil er eben eine bestimmte amerikanische Mythos oder Meistererzählung bedient. Und es stimmt, es ist diese Meistererzählung des Self-Made Mans und
America First und so weiter und so weiter. Es stimmt, dass es das gab. Aber es gab auch in dem gleichen Jahrzehnt, wo Kissinger am Kommen war, es gab eine andere Meistererzählung und die würde von Kennedy vertreten. Nun wissen wir inzwischen, was für ein kalter Krieger Kennedy tatsächlich war und die Spekulation, ob er sich geändert hätte, wenn er nicht umgebracht worden ist, das können wir nicht mehr machen. Mich interessiert aber die Wahrnehmung von Kennedy, jedenfalls wie das vom amerikanischen Volk aufgefasst wurde. Erstens, unter Schwarzen war er ein Held des Bürgerkriegs. Inzwischen wissen wir, dass Bobby Kennedy auch King verfolgt hatte, aber das kam nicht in der schwarzen Gesellschaft oder in der liberalen weißen Gesellschaft rüber. Das war ein Aufbruch der Bürgerrechtsbewegung. Ja, auch wenn er dazu gezwungen werden müssen, würde er als Held gesehen von Schwarzen. Es gab the Peace Corps. Es gab dieses Gefühl, man kann auch sagen mit Rückblick und historische Kenntnisse, das war auch Inszenierung, die Tatsache, dass er gut aussah und ja, vor der Kamera sprechen könnte und dass man endlich wieder Intellektuellen und Künstler nach langer, langer Zeit ins Weiße Haus gebracht hat. Aber es gibt eben diese andere amerikanische Idee, die von Kennedy, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung vertreten wurde. Und Kennedy, wie du ja in dem Buch beschreibst, wollte nichts mit Kissinger zu tun hatte, haben. Also ich bin auf diese, es gibt schon diese schmittianische Idee, was man heute immer noch sieht, wenn man Donald Trump anschaut oder seine Anhänger. Aber es gab auch diese andere. Und meine Frage ist eigentlich, wieso haben Schmidt und Kissinger und alle gesiegt gegen diese andere Idee, die dann doch vielleicht tatsächlich besser verkörpert war als von Barack Obama, als von Jack Kennedy, auch wenn man nicht alles gutheißen kann, was Obama gemacht hat. Aber dieser Strang in der amerikanischen Geschichte gibt es auch. Und jetzt rede ich nicht von wirklich fortschrittlichen Strangen, sondern eben dieser liberale, ja, wir wollen irgendwie Erste sein, aber wir wollen nicht herrschen. Wir wollen Erste sein, weil wir tatsächlich glauben, dass wir, und so hat es gewirkt in die Meistererzählungen zum Zweiten Weltkrieg, wir haben die Welt vom Narzissmus befreit. Ich meine, es ist immer noch witzig, dass die Rote Armee völlig außen vor gelassen wird in der Meistererzählung. Aber das war ein Glaube an etwas anderes als reine Macht. Ich hoffe, das war eine konsequente Frage. Das war so ein Halbkommentar, Halbfrage. Ich greife mal einen Grundgedanken aus deiner Überlegung aus, die Frage nach dem Narrativ, respektive die Frage nach Kontinuität und Brüchen in selbigen. Da ist Kissinger meines Erachtens an einer Stelle, die zu erklären keinen Rückgriff auf John F. Kennedy oder vielleicht doch auf John F. Kennedy bedarf. Man muss sich vorstellen, was Watergate und Richard Nixon in der damaligen öffentlichen Wahrnehmung bedeutete. Das war wirklich eine Art moralische, intellektuelle Zeitenwende. Also wenn man die Publizistik, die Presse, Meinungsumfragen und so weiter und so fort
sich vor Augen hält, dann läuft das auf einen Punkt zu, der da heißt, bis Nixons Amtsantritt haben wir mehr oder weniger amerikanischen Präsidenten vertraut. Lyndon Johnson mit Abstrichen in Vietnam. Aber wir hätten nie für möglich gehalten, dass ein Regierungssystem, das wir für vorbildlich halten und das wir der Welt als Vorbild gerne andienen, in dieser Weise von innen heraus durch das Zutun unserer eigenen Elite, in Sonderheit des Präsidenten, erodiert werden kann. Und die Art und Weise, wie Nixon durch eigenes Zutun, durch eigenes Verschulden, quasi als Dunkelmann in diesem Szenario auftaucht, ist das eine. Und man hat aus zeitgenössischer Perspektive auf Kissinger alle Hoffnungen projiziert. Er ist derjenige, der den Laden am Laufen hält. Ob das stimmt oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber die Imagination, das Narrativ, er ist derjenige, der uns über diese dunkelste Epoche unserer Nachkriegsgeschichte hinweg rettet. Er hält die Fäden zusammen und er wahrt unsere Reputation gegenüber dem Ausland. Das war ein elementarer Punkt. Ja. Dafür haben ihn die Leitartikel von New York Times, Washington Post, you name it, ja, alle geradezu gefeiert. Und sie haben ihm, weil er die Kontrastfigur zu Nixon abgegeben hat, buchstäblich salopp formuliert aus der Hand gefressen. Ja. Abgesehen davon, dass Kissinger oft 3/4 seines Tages mit Telefonanrufen bei Journalisten verbrachte. Ja? Er wusste sehr genau, mit welchem Speck man welche Mäuse fängt und wie man eine bestimmte Erzählung, ein bestimmtes Bild einer politischen Entscheidung lanciert und wie er sich selbst in bestes Licht rücken kann. Da war er ein Meister. Also es gibt im Englischen den Begriff des Double Dealers. Also das ist jemand, der sozusagen aus zwei Mundwinkeln gleichzeitig sprechen kann und der unterschiedliche Auditorien mit jeweils den Narrativen bedienen kann, die jede Seite hören will. Das hat er perfekt verstanden. Perfekt. Und an der Stelle kommt er natürlich sozusagen als verstärkendes Moment, als Katalysator, die Tatsache, dass er ein Self-Made Man gewesen ist. Das gehört zur amerikanischen mentalen Grundausstattung. Das bildet nicht jede Variante der nationalen Meistererzählung ab, aber eben eine wichtige. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich meine, das ist genial, wie er bestimmte Dinge verkauft hat als seinen eigenen Erfolg. Welcher Präsident oder welcher Außenminister wäre auf die Idee gekommen, das SALT-1-Abkommen, also die Unterschrift, um einen Rüstungskontrollvertrag mit der Sowjetunion, wurde unterzeichnet von Nixon und Brezhnev im Mai 1972 in Moskau. Wer außer Kissinger wäre auf die Idee gekommen, um Mitternacht, buchstäblich um Mitternacht, im Nachtclub eines Devisenhotels in Moskau, die Presse einzuladen und das zu erklären? Kissinger hat es hingekriegt. Er hat es auch hingekriegt zu einem Treffen mit Brezhnev in San Clemente, in Kalifornien, ein Bond-Girl, nämlich Jill St. John, einzuladen. Und ich meine, auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Und das macht natürlich, und er hat das nicht nur aus Spontanität gemacht. Er hatte einen Medienberater im Hintergrund. Und die Frage war, wie kann ich mich inszenieren als jemand, der aus dem Rahmen des Üblichen fällt, ohne mich unmöglich zu machen in den Augen meiner Peers? Also wie weit darf ich gehen? Und das war alles minutiös orchestriert. Und dieses Handwerk beherrscht er wie kein Zweiter. Und abgesehen davon, ich meine, er kann jede Pressekonferenz in einen Hörsaal verwandeln, ja? Also mit der professoralen Würde und Autorität aufzutreten und alle Fragen dieser Welt zu beantworten, auch durchaus witzig und gewitzt mit einer gewaltigen Portion Humor bis hin zu dem Satz, ach wissen Sie,
Die Tatsache, von einer Frage keine Ahnung zu haben, hat ein Harvard-Professor wohl mich noch nie davon abgehalten, eine Theorie dazu zu entwickeln. Ja, lieber Gott, wenn man so etwas raushaut, dann hat man erstmal nicht nur alle Lacher auf seiner Seite, sondern da ergibt sich eins, kommt eins zum anderen. Und er hatte in Gestalt von Joseph Kraft oder den Alsop-Brüdern oder Ernst Frankl von der New York Times, er hatte mediale Fürsprecher. Und so viel zum Thema bundesdeutsche Presselandschaft. Da wurde vieles im Grunde genommen völlig kritiklos kopiert und copy-paste und rausgehauen und für bare Münze genommen. Und das eben über mittlerweile 50 Jahre. Es gibt keinen einzigen Politiker, keinen Diplomaten, der in dieser Weise publizistisch präsent ist wie Henry Kissinger. Allein die Memoiren, 4.000 Seiten, 4.500 Seiten, unheard of, hat kein Mensch gelesen. Aber sie sind da und sie wurden vermarktet und in dem Kommentar vermarktet mit der zweite Bismarck. Ja, schon klar. Ich muss nur ein kleines Wort als Harvard-Absolventen sprechen. Die Aussage stimmt wirklich nicht für alle Harvard-Professoren. Es gibt einige, die sich zurückhalten, wenn sie nichts wissen. Bei denen habe ich studiert. Aber okay. Nun, das war kein Zitat von mir, es war ein Zitat von Kissing. Ja, nein, ich weiß. Ich will es nur sagen. Das ist, aber gut, wir haben schon mehrere Fragen. Von Mario Kessler fängt an mit einem Kompliment. Das Buch ist schnörkellos, klar und packend geschrieben, wie ein Song der Creedence Clearwater Revival. Gratulation. Ja. Erste Frage zur Person. Wie könnte Kissinger so weit kommen, ohne jede soziale Empathie, die beim Aussteig zumindest vorgetäuscht sein muss? Hat er je auf den Rat anderer Menschen gehört? Ja, das ist eine gute Frage. Wie weit konnte er so weit kommen? Es hat ja viele überrascht, dass er 1969 als Sicherheitsberater berufen wurde. Und die Tatsache, dass er in dieses Amt gekommen ist, hat er weniger seiner Brillanz oder seinem politischen Standing zu verdanken, als einen Winkelzug von Nixon. Nixon hat das East Coast Establishment, also die alte außenpolitische Elite der Ostküste, gehasst. Er hat sie einfach gehasst. Aus welchen Gründen auch immer. Lassen wir es mal bei der Beobachtung, die man durch viele andere Belege wird bestärken können. Er hat sie gehasst. Und er wollte aus diesem Kreis auf keinen Fall jemand mit Renommee, also ein politisches Schwergewicht, zu seinem Sicherheitsberater haben. Auf der anderen Seite wollte er eine Art politische Versicherungspolice gegenüber diesem East Coast Establishment haben. Und das war Henry Kissinger als Harvard-Absolvent, als Intimus von Nelson Rockefeller. Und Nixon glaubte, es mit einem politischen Leichtgewicht zu tun zu haben, das er jederzeit manipulieren kann. Da hatte er sich vertan. Er hatte das Ego von Kissinger dramatisch unterschätzt. Hat das relativ früh gemerkt. Nun gut, also so kam er ins Amt. Das Zweite, warum konnte er sich dennoch halten? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Man muss sich mal vor Augen halten, dass nach 9 Monaten im Amt als nationaler Sicherheitsberater und Vorsitzender oder in Personalunion Vorsitzender des National Security Council aus dem Stab des Nationalen Sicherheitsrates von 28 Mitgliedern 21 ihren Rücktritt eingereicht haben. Wegen Kissinger, weil sie schlichtweg nicht ausgehalten haben, wie der mit ihnen umspringt. Auch dazu sind alle Details in dem Buch drin, also fliegende Aktenordner, Brüllereien, Schreiereien und so weiter und so fort. 21 von 28, das muss man mal hinkriegen. Ich glaube, das ist ein Rekord, der an Trumps Zeiten erinnert, respektive an Institutionen und Einrichtungen,
die von einer bekannt unfähigen Person geführt werden. Dort kommt es dann auch gelegentlich zu einem solchen Exodus. Aber in diesem Fall ist es bemerkenswert. Nur, er konnte sich im Amt halten, weil er Nixons Rückendeckung hatte und weil er den einen oder anderen sehr geschickt gegeneinander ausgespielt hat. Und Rückendeckung des Präsidenten heißt im System des nationalen Sicherheitsapparates im Grunde genommen eine Lizenz zum Überleben. Da muss man sehr viel auf dem Kerbholz haben. Und es hat 4 Jahre gedauert, bis Nixon sagte, jetzt reicht's. Bis Anfang 1973, als er ihn entlassen wurde. Aber in der Anfangszeit hat er ihm im Grunde genommen machen lassen, was er wollte, weil Nixon Gefallen daran hatte, an dieser Politik des Divide et Impera. Je mehr Unruhe Kissinger gestiftet hat, je mehr Zorn und Energie er auf seine Person konzentriert hat, desto feiner war Nixon raus. Also das erklärt einigermaßen seine Karriere als Überlebenskünstler. Und die letzte Frage, Herr Kessler, hat er auf den Rat anderer gehört? Schwer zu sagen. Bei jemandem, der von sich dermaßen überzeugt ist, dass er andere immer für intellektuelle Pygmäen hält. Das war schon in seiner Zeit in Harvard so. Also da hat er allen zu verstehen gegeben, dass sie im Grunde genommen seinen Ansprüchen nicht genügen können. Und er war sich diesbezüglich immer selbst der Nächste und selbst genug. Das hat ja Donald Trump auch gesagt. Aber gut, noch eine Frage von Mario Kessler. Ich sehe, abgesehen von seinem fanatischen Antikommunismus, keine langfristige Strategie und abgesehen von William Elliot, keine wirkliche Leitfigur, vielleicht Nietzsche. Und Elliot war wohl eher ein reiner Karrieretyp wie Kissinger selbst, oder täusche ich mich? Nochmals, ich habe ungemein viel aus dem Buch gelernt. Jetzt, dann schreibt er danach, ein Teil meiner Fragen ist schon beantwortet, aber ich weiß nicht, welchen Teil. Möchtest du gern zu diesem, also es geht sowohl um langfristige Strategien und auch Leitfiguren. Oder, ja. Oder war Elliot auch einfach ein reiner Karrieretyp? Oder der war tatsächlich ein fanatischer Antikommunist, oder? Das war in jedem Fall. Und Elliot war im Grunde genommen die Schlüsselfigur für seine politische Sozialisation. Es gab mehrere andere vorher. Er war ja auch als junger Mann im amerikanischen Militärgeheimdienst. Da lernt man auch einiges, aber sozusagen den politischen Überbau, das hat er alles bei Elliot gelernt, verinnerlicht. Und diese 3, 4, 5 Maximen, die ich vorhin vorgestellt habe, das war die Matrix, an der hat er sich sklavisch orientiert. Da hat sich auch nicht viel dran geändert. Ja, ansonsten Leitfiguren. Er hat sich sehr viel abgeschaut, was den innerbürokratischen Grabenkampf anbetrifft von Leuten wie Alexander Haig, der sein Stellvertreter gewesen ist im Nationalen Sicherheitsrat, auch von Nixon selbst. Und ja, aber intellektuell, nein, da war er sich selbst genug und hat mit diesem Reservoir an Ideen, das ich vorhin genannt habe, im Grunde genommen seine Karriere bestritten. Von Michael Köppel kommt die Frage, hat Kissinger also am Ende nur sich selbst gedient, seine Politik, sein Chef, seinen Antagonisten, die Presse, alles nur Mittel zum Zweck? Also er hat zumindest, Susan, weil du vorhin John F. Kennedy genannt hast, ja, einen Satz nie gesagt, der wäre eben auch nie über die Lippen gekommen, ein Satz aus der Inaugurationsrede von John F. Kennedy. Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Yeah. Also diese Form von, diese Vorstellung von Common Good, yeah, jetzt nicht nur bezogen auf die Innenpolitik, sondern auch bezogen auf Weltinnenpolitik oder
internationale Politik. Diese Vorstellung, wie man ein gemeinsames Gut solidarisch mit anderen bewirtschaftet, das war ihm völlig fremd. Und er hat in erster Linie seine eigene Karriere bewirtschaftet. Das erklärt auch seine nie nachlassende Präsenz. Er hat im Jahr 1980, als klar war, dass Reagan ihn nicht berufen würde in irgendeine Funktion, obwohl er sich quer um krumm gelegt hatte, in die Administration Reagan aufgenommen zu werden, hat er im internen Kreis deutlich zu verstehen gegeben, ich brauche eine Plattform, um meinen Namen nach wie vor im Gespräch zu halten. Und um diesen Namen im Gespräch zu halten, war es ihm teilweise völlig egal, was er wann wie kommentiert hat. Er ist jedem reingegrätscht, jeden Präsidenten, den er mit irgendwelchen Pseudotheorien glaubte, blamieren oder vorführen zu können. Übrigens auch ein Grund, weshalb er nie wieder in ein Amt berufen wurde. Das haben Präsidenten nicht so gerne. Wenn sie en face das eine hören und in dem Moment, wo dieser Protagonist den Raum verlässt, brieft der Journalisten mit etwas ganz anderem und am nächsten Morgen muss sich dieser Präsident in der Presse anschauen, was für ein Idiot er ist. Das kommt nicht gut, das hat man nicht gerne. Also diesbezüglich wäre eine Antwort auf Ihre Frage, ja, er hat ein über die Maßen überzüchtetes Ego und dieses Ego muss gefüttert werden. Und er hat einen Großteil seiner Energien auf die Pflege seines Renommees, nicht die Pflege einer bestimmten Form von Politik verwandt. Ich versuche noch mal eine Frage zu formulieren, während ich warte, zu sehen, ob sich irgendjemand noch meldet. Bitte melden Sie sich gerne. Ich freue mich, dass du diesen Kennedy-Satz gesprochen hast, weil das war gerade, was ich meinte. Es gab Anfang der 60er Jahre, auch wenn es naiv war, eine Vorstellung von Common Good, an dem, glaube ich, die meisten Amerikaner damals geglaubt hat. Und möglicherweise kann man sagen, der Vietnamkrieg hat das nicht ganz begraben, aber schon heftig in Frage gestellt. Aber diese Tendenz war, würde ich sagen, ich bin keine Historikerin, mindestens so stark, wenn nicht stärker, als diese Idee, dass die Welt aus Freunde und Feinde besteht und Amerika muss einfach am obersten Stelle stehen. Und meine Frage ist wirklich, weil also die Person Kissinger, wie du ihn beschreibst, ist so abscheulich, dass er also es würde nicht wirklich in einem guten Shakespeare-Stück taugen. Oder vielleicht doch, aber er ist fast zu einfach böse wichtig, wenn man sich das überlegt. Man mag seine Verbrecher ein bisschen komplizierter, aber vielleicht meistens sind sie nicht kompliziert. Aber was mich natürlich interessiert, sind die Nachwirkungen und die Folgen, die Kissinger und das, was er vertritt, nicht nur für die USA, sondern eigentlich für die darauf folgenden 50 Jahre bedeutet hat. Ich weiß, Historiker wehren sich immer gegen kontrafaktisches Denken. Aber da du schon ein bisschen damit gespielt hast, indem du auf Brandt hingewiesen hast, wage ich doch die Frage, denkst du mal darüber nach, wie die Welt anders ausgesehen hätte, wenn diese kissingerianische Politik nicht durchgesetzt hätte? Oder musste man sagen, der Kalte Krieg war der Kalte Krieg und
mal schöner wie bei Kennedy, mal hässlicher wie bei Nixon, aber die Personen und seine Haltungen spielten keine Rolle. Es wäre schon sowieso ein kalter Krieg gewesen und Gott sei Dank ist es nicht heiß geworden. Ja, das sind mehrere Fragen auf einmal. Kurz zu dem ersten, was du nochmal angesprochen hast. Stimmungen, Haltungen, öffentliche Perzeption. Das Interessante bei dem Gespann Nixon und Kissinger ist ja die Tatsache, und das habe ich versucht in dem Buch systematisch herauszuarbeiten, die Anfälligkeit des politischen Entscheidungsapparates, Machtapparates für autokratische Versuchungen. Das ist wirklich unfasslich. Die Art und Weise, wie ein Präsident und der ihm zugewiesene Berater es schaffen können, sich gegen etablierte Ministerien, Behörden, Ämter quasi in Machtvollkommenheit durchzusetzen und ein bestimmtes Terrain von Außen- und Sicherheitspolitik machtvollkommen in eigener Regie zu bewirtschaften, ohne dass da in irgendeiner Weise seitens des Kongresses oder seitens der Ministerien ein Bremsklotz dazwischen geworfen würde. Also da gibt es Verselbstständigungstendenzen, die man im Nachdenken über den Resonanzraum, über den Echoraum dieser Politik immer im Blick behalten muss. Die Tatsache, dass dort teilweise an entscheidenden Punkten ein autokratisches Durchregieren möglich ist und praktiziert wurde. Das Zweite, ja, Kissinger, und das wird in meinem Buch auch angesprochen. Die ironische Pointe seiner politischen Bilanz ist, dass er gegen seinen Willen und dass sich hinter seinem Rücken quasi Entwicklungen materialisiert und durchgesetzt haben, die nicht zu seinem Programm, nicht zu seinem Entwurf gepasst haben, die er aber mit angestoßen hat. Also Stichwort Rüstungskontrolle. Für ihn war das von der Sache her völlig uninteressant. Das war für ihn Windowdressing, ja. Das war gedacht zur Beruhigung von Verbündeten und zur Beruhigung von irgendwelchen Liberalen zu Hause in den USA. Nur diese Verträge, die mit Moskau abgeschlossen wurden, also SALT I und SALT II, das hat ja eine ganze Generation von Diplomaten und Experten aus der zweiten, dritten und vierten Reihe auf den Plan gerufen. Intellektuelle Experten und Sachverständige, die über Jahre, über Blockgrenzen hinweg an diesem Thema gearbeitet haben und dadurch teilweise durchaus auch vertrauensstiftend gewirkt haben, die den Kalten Krieg, wenn man so will, auf dieser Ebene entgiftet haben. Das war nicht Kissingers Intention, aber es war sozusagen eine nicht intendierte Konsequenz seiner Politik. Gleiches kann man mit Blick auf Willy Brandt sagen. Der Motor der Entspannungspolitik lief im damaligen Bonn und in Schweden bei Olof Palme, mit Abstrichen bei Bruno Kreisky in Wien. Aber Kissinger konnte, weil er mit Nixon, mit Vietnam dermaßen überbeschäftigt war, im Grunde genommen nicht umhin, als das Nolens Volens anzuerkennen. Das wiederum hat diesen westeuropäischen Akteuren einen Handlungsspielraum eingeräumt, den sie sehr geschickt zum eigenen Vorteil zu nutzen wussten. Auch eine nicht intendierte Konsequenz. Ja, möglicherweise wäre das auch mit anderen Protagonisten so eingetreten. Ich bin überzeugt davon, dass das auch mit anderen so gekommen wäre. Unterm Strich würde ich behaupten, Kissingers Bilanz wird maßlos überschätzt. Teilweise auch aus intellektueller Selbstverliebtheit derer, die sie kommentieren. Also diese Öffnung nach China ist das beste Beispiel dafür. Mal ganz abgesehen davon, dass Kissinger das am Anfang überhaupt nicht wollte, dass er von Nixon zum Jagen getragen werden musste.
muss man sich die Frage stellen, was heißt hier Öffnung der Tür nach China? Es war mitnichten so, dass jemand aus Washington angeklopft hat und in Peking irgendwen belagert hat, dass er endlich diese Tür oder die Mauer oder sonst irgendwas öffnet. Nein, Mao hat es gewollt. Mao hat die Tür geöffnet und Nixon war schlau genug, da durchzugehen. Das wäre auch unter einem anderen Präsidenten, zumal unter Hubert Humphrey, der ja nur knapp gegen Nixon, der Demokrat Humphrey, der gegen Nixon nur knapp im November 1968 verloren hat, das wäre dort auch passiert. Dazu brauchte man keinen Henry Kissinger. Obwohl, das ist interessant, weil in Amerika wird immer gesagt, nur Nixon hätte nach China gehen können, weil Nixon war so konservativ, dass er das jedenfalls dem amerikanischen Volk rüberbringen könnte und schmackhaft machten. Ein Demokrat hätte das nicht gekonnt. Was sagst du dazu? Ja, ich kenne das Argument, es wird von vielen bedient, es wird von vielen behauptet. Ich mag daran nicht so recht glauben, weil Nixon ja im Grunde genommen diese Karte überhaupt nicht zu Ende gespielt hat. Ja? Er war mit dieser Bombshell Diplomacy mit zufrieden. Er war zufrieden damit, in Peking empfangen zu werden, Pressetermine auf der Mauer zu haben, aus einem einzigen Grund, weil diese China-Karte instrumentell gegen Moskau gespielt werden konnte und umgekehrt. Es war der Demokrat Jimmy Carter, der die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China durchgesetzt hat. Das war unter Carter, das war nicht unter Nixon. Unter Nixon wurde ein diplomatischer Emissär im dritten, vierten Rang, damals George W., nicht W., um Gottes Willen, sein Vater, Herbert Walker Bush, nach Peking entsandt, quasi als besserer Botschaftssekretär, der die Kontakte zur chinesischen Führung aufrechterhalten sollte. Es war Jimmy Carter, der den zweiten entscheidenden Schritt gegangen ist und zum Ende seiner Amtszeit dann die amerikanische Botschaft in Peking eröffnet hat. Also von wegen, es können nur die knallharten kalten Krieger irgendetwas auf den Weg bringen. Lyndon Johnson hat Rüstungskontrollabkommen, John F. Kennedy ebenfalls, solange er es konnte. Aber Johnson hat die Vorgespräche zu Salt auf den Weg gebracht, also auch eine Form der Entgiftung aus seiner Perspektive. Also dazu bedurfte es keiner jetzt in der Wolle gefärbter Dämonenjäger wie Nixon. Ganz herzlichen Dank für diese Korrektur, weil ich habe so oft dieser Aussage gehört, nur Nixon hätte nach China gehen können, dass sich natürlich auch die anderen vergessen haben. Das ist sehr wichtig, dass diese Argumente spielt immer noch eine Rolle in der amerikanischen Außenpolitik. Aber wir haben jetzt eine Frage von jemandem, der anonym bleiben möchte. In meiner Wahrnehmung ist der Ruf von Kissinger in Deutschland vor allem das Werk von Helmut Schmidt. Irrig oder ist da etwas dran? Ja, Helmut Schmidt hat entscheidend dazu beigetragen, weil er in gewisser Weise so selbstverliebt agiert hat wie Kissinger in größerem Maßstab. Auch Helmut Schmidt neigte ja dazu, sich zum Weltendeuter zu inszenieren und seine ersten Spuren hat er sich als Militärexperte verdient, noch bevor er zum Verteidigungsminister ernannt worden ist. Und man schaue sich mal das Vorwort an, dass er zu Henry Kissingers Buch Atomwaffen und Auswärtige Politik, Nuklearwaffen und Auswärtige Politik geschrieben hat. Helmut Schmidt war in mehrerer Hinsicht in gewisser Weise auch was seine etwas auch merkwürdig autokratischen Anwandlungen, was die Formulierung und Durchsetzung in Außenpolitik anbetrifft, durchaus ein Geistesverwandter von Kissinger und er hat entscheidend zu seiner Popularität beigetragen. Er hat ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit eingeladen und ihm seine Referenz erwiesen. Dieser These stimme ich durchaus zu. Und das Zweite, was für den Ruf von Kissinger hierzulande publizistisch elementar ist, ist die Springerpresse. Ich meine, also bis zum heutigen Herausgeber
oder Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlags, Döpfner, gibt es geradezu ergebene Wortmeldungen, die zu allem, was Kissinger sagt, Ja und Amen, drunter schreiben. Das gilt im Übrigen auch für den außenpolitischen Chefkorrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Also da gibt es durchaus noch Andockpunkte jenseits des politischen Personals auf der publizistischen Ebene, wo Kissinger quasi als Jahrhundertgenie immer noch gefeiert wird. Aus Gründen, die ich nicht teile, aber aus Gründen, die auf der anderen Seite doch eine gewisse Deutungsmacht über die Jahre entfaltet haben und nach wie vor en vogue sind. Spielte bei Schmidt die Konkurrenz mit Brandt eine Rolle? Seine Vorliebe für Kissinger? Ja, im Sinne, in dem Sinne, dass er im Unterschied zu Willy Brandt diesen intellektuellen Ausgangspunkt mit Kissinger, zwar nicht in allen Konsequenzen, aber so doch in einem wichtigen Punkt teilte, nämlich den Stellenwert des Militärischen für die Formulierung einer glaubwürdigen Außenpolitik. Deshalb hat sich ja auch Schmidt völlig in maßloser Selbstüberschätzung dazu hinreißen lassen, mit seiner Rede in London 1979 einen Doppelbeschluss auf den Weg zu bringen, weil er der Meinung war, er könne den Tiger reiten. Also der Tiger war in dem Fall eine amerikanische Regierung. Also ja, gut, diese Form von Selbstüberschätzung, die teilte er mit Kissinger, und inhaltlich, also diese Präferenz oder die Wertschätzung des Militärischen als Kern von Außen- und Sicherheitspolitik, die grenzt ihn von Willy Brandt ab, ja. Von Andreas Schulz. Lieber Herr Greiner, habe ich Sie richtig verstanden, dass Nixon die Tonbandaufnahmen hauptsächlich wegen Henry Kissinger anfertigen ließ? Wenn ja, hat Nixon das mal irgendwo gesagt? Und wenn ja, wo? Oder woraus schließen Sie das? Also ich habe die Quelle in meinem Buch genannt. Es war so, dass, also es gab ja lange vor Nixon diese Abhörgeräte, ja. John F. Kennedy hatte welche. Dann verdanken wir die Quellen zur Kuba-Krise beispielsweise. Lyndon Johnson hatte sie. Und der Secret Service hat im Januar 1969 nach dem Amtsantritt von Nixon den neuen Präsidenten gefragt oder ihn darauf hingewiesen, es gibt im Übrigen diese Abhöranlagen und wenn Sie sich derer bedienen wollen, müssen Sie dieses und jenes machen. Und Nixon hat gesagt, das will ich nicht, schmeiß das Zeug raus. Es wurde demontiert. Es wurde rausgeworfen. Also man hat es abgebaut. Und irgendwann kriegte Nixon mit, in welcher Weise Kissinger seine Freunde in der Presse, insbesondere in der New York Times damals, weniger Washington Post, das kam später, aber anfänglich New York Times, mit Interna aus der Regierung buchstäblich gefüttert hat. Und zwar in einer Weise, dass er immer als derjenige erschien, der Stichwortgeber, also der intellektuelle Mastermind hinter allem, was außenpolitisch relevant war, ist. Das hat sich Nixon eine Zeit lang angeschaut. Er hatte seine Tobsuchtsanfälle eigener Art. Er hat versucht, Kissinger zur Ordnung zu rufen. Das hat nie funktioniert. Und daraufhin hat Nixon dann in einem Gespräch mit seinem Stabschef, Bob Haldeman, gesagt, okay, ich brauche handfeste Belege dafür. Ich habe vorhin gesagt, wer kochen, wer Kellner ist. Also baut dieses Zeug ein und man hat dann ein brandneues System eingebaut, das nicht extra aktiviert werden musste, sondern das auf Audioimpulse automatisch reagiert hat. Also wer in irgendeinem Raum anfing zu sprechen, hat dieses Tonband quasi über Schall in Gang gesetzt. Daher kommen diese 4000 Stunden. Und es ist wirklich die Frage, ob, es wusste ja niemand außer denjenigen, die es eingebaut haben, dass es diese und außer Haldeman, dass es diese Abhöranlagen gab. Es scheint mir so zu sein, dass Nixon es teilweise auch dann noch selbst vergessen hat. Weil er es ja, wie gesagt, er musste es ja nicht anschalten. Es war ja kein bewusster Akt, um das zu aktivieren. Aber das war der Vorgang.
Und wie weit das ging, sozusagen, wie weit Kissinger versuchte, Herr über seine eigene Geschichte zu sein, das wird auch daran erkenntlich, dass er im Jahr 1972, nee, schon früher, 1971, 70, 71 bereits kiloweise, körbeweise, umzugskistenweise Akten, Regierungsakten, keine persönlichen Handakten, Regierungsakten, auf das Anwesen von Nelson Rockefeller, mit dem er immer noch freundlich verbunden war, in Pontaco Hills in Upstate New York, verfrachten ließ. Nixon bekam das ebenfalls mit und er sagte, also jetzt reicht's. Das Zeug kommt zurück. Und zum Zweiten, wir müssen diesen Kissinger an der kurzen Leine halten. Und auch deshalb waren diese Abhörsysteme. Nochmal von Mario Kessler, der schreibt, wenn es gerade keine weitere Frage gibt, es gibt noch eine weitere, aber trotzdem. Eine Sache liegt mir besonders schwer im Magen. Es geht um Nixons Kontakt zu Giorgio Almirante, dem italienischen Faschistenführer. Es ging ja um einen möglichen Putsch in der italienischen Armee bei einem Wahlsieg der Kommunisten. Die italienische Armeeführung machte zum Glück nicht mit, wohl auch, weil die Gefahr des Auseinanderbrechens der NATO bestand. Nach dem Gesagten meine ich nun, dass Kissinger selbst diesen Preis bezahlt hätte, nur um die Kommunisten nicht an die Regierung kommen zu lassen. Ich wehrte mich immer bisher gegen die Meinung, Kissinger sei nicht nur ein Autokrat, sondern ein genuiner Faschist. Nach dem heutigen Vortrag neige ich aber zu der Meinung. All das ist mehr als erschreckend. Was meinst du, Bernd? Naja, ich bin mit dem Faschismusbegriff da vorsichtig und so weit würde ich nicht gehen. Was mit Blick auf Italien nachweisbar ist, ist, dass Kissinger fast in Spenglerscher Manier wieder den Untergang des Abendlandes vor sich gesehen hat, vor dem Hintergrund des Eurokommunismus, nicht nur in Italien, sondern auch in Spanien und dann vor dem Hintergrund der Nelkenrevolution in Portugal. 1974. Und er war allen Ernstes der Meinung, dass eine Regierungsbeteiligung der Kommunisten in Italien, Eurokommunismus, Kritik an Moskau hin oder her, dass eine solche Regierungsbeteiligung, Stichwort Domino-Theorie, in Gesamtwesteuropa einen Flächenbrand auslöst, der im Grunde genommen den Weg für Moskau planiert. Er ist eine ewige Kassandra. Also wenn man diese Tonbandprotokolle anschaut, bei jeder sich bietenden Krisensituation, ob real oder imaginiert, behauptet er, das ist ein neues Rheinland. Also jetzt haben wir die Situation, wo die Nazis anfangen, die Ergebnisse des Versailler Vertrages von hinten her aufzurollen. Wir haben ein neues Dünkirchen. Also die Nazi, also in Referenz oder unter Hinweis auf die Tatsache, dass die deutsche Wehrmacht britische Verbände über Dünkirchen über den Kanal hinweg vertrieben hat. Also jedes Mal diese Weltuntergangsfantasien, das war keine Inszenierung. Das hat er wirklich für bare Münze genommen. Und deshalb war er zum Bündnis mit jedem bereit. In Italien, mit rechten Generälen, durchaus auch mit Militärs, die man als Faschisten bezeichnen kann. In Lateinamerika mit lupenreinen Faschisten. Pinochet, Videla in Argentinien. Da hat er nicht die mindesten moralischen Skrupel gehabt, zu sagen, ja, die machen die Drecksarbeit für uns. Er war derjenige, der Nixon in dem Vorhaben, Salvador Allende aus dem Amt zu putschen, bestärkt hat. Nixon hätte das vermutlich auch ohne ihn gemacht, aber die Art und Weise, wie er ihn darin bestärkt hat,
sagt doch sehr viel über seinen intellektuellen Zuschnitt und über seine moralische Verfassung. Also keinerlei Berührungsängste zu Rechtsradikalen, zu Faschisten, auch auf den Philippinen, in Indonesien. Jeder, der zur Frontbegradigung gegen indigenen Protest, das müssen keine Kommunisten gewesen sein, der Parteigänger Moskaus. Nein, es reichte schon, eine eigenständige Außenpolitik zu verfolgen, die nicht zwingend den aus Washington vorgegebenen Parametern entsprach, um die Bündnisse mit diesen Charakteren einzugehen. Da muss man selber nicht Faschist sein, um das zu tun. Da würde ich sagen, ein bodenloser Zyniker, ein bodenloser Opportunist und ein mit allen Wassern gemaschener Machtpolitiker. Irgendwie hege ich die Hoffnung, dass er, aber es interessiert ihn nicht, dass er deine Biografie liest. Aber ich will ihn gar nicht beeindrucken. Nach allem, was du gesagt hast, ja. Wir haben eine letzte Frage von Martin Böckstiegel zur Zeitgeschichte. Nachdem auch Obama charmante und jetzt Biden wieder eine Außen- und Sicherheitspolitik machen, die auf Stärke baut, gibt es irgendeine Chance, dass die USA mal eine Politik à la Brand machen? Und wäre das gut? Das ist eine schöne Frage zum Abschluss. Gut wäre es in jedem Fall. Ja. Und als Historiker sage ich auch immer, es gibt in jeder Situation Optionen. Es gibt nie ein definitives Nein oder einen vorgezeichneten Weg, der so und nicht anders verlaufen muss. Vorausgesetzt ist in dem konkreten Fall, dass man diejenigen, die mit ähnlichen Ideen in den USA intellektuell schwanger gehen, dass man ihnen Unterstützung gibt. Und das heißt, dass Westeuropa, dass Europa seine Mittel und Möglichkeiten stärker nutzen muss. Das intellektuelle Inventar, das hier ist, in der Tradition oder in der Nachfolge von Entspannungspolitik oder solchen Ideen wie gemeinsame Sicherheit oder asymmetrische gemeinsame Abrüstung und Nicht-Angriffsfähigkeit. All das sind ja Ideen, die in den 70er Jahren im Kontext der westeuropäischen damals Außen- und sicherheitspolitischen Diskussionen entstanden sind. Die sind nach wie vor präsent. Und ich glaube, wir täten gut daran, in Europa uns auf diese Tradition zurückzubesinnen. Im Moment bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ernüchtert angesichts des Umstandes, dass bis weit in die Grüne Partei hinein man offenbar mit dieser Traditionslinie mehr oder weniger nichts anzufangen weiß, sondern aus welchen Gründen auch immer ein NATO-Narrativ nachbetet. Aber das muss ja nicht so bleiben. Also da können wir mit entsprechendem intellektuellen Investment durchaus noch etwas bewegen. Und wenn wir das richtig machen, wird man auch Ansprechpartner in den USA finden, die dann sozusagen zu einem gemeinsamen Weg bereit sein könnten. Ich hoffe es jedenfalls. Schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Bernd. Das war ein toller Vortrag und eine spannende Diskussion. Danke auch an allen, die an dieser Diskussion beteiligt waren. Jetzt die Ankündigung, unsere nächste Veranstaltung ist schon am Donnerstag. Da haben wir die amerikanische Soziologin Arlie Hochschild, die jahrelang in Louisiana geforscht hat, um in dem Versuch zu verstehen, wie ticken die Leute, die Trump unterstützen. Also das Buch ist kurz nach seinem Wahl herausgekommen. Das heißt, die ganze Forschung war vor
Trumps Wahlsieg, aber das Buch ist Bestseller geworden, weil man versucht, solche Menschen zu verstehen. Sie wird am Donnerstag bei uns im Digitalen Einstein Forum sprechen. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Fußball gucken. Danke, vielen Dank, Susan. Nichts zu danken. Danke dir. Ciao. Ciao.